Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, was ich bisher an Mountainbike-Ausrüstung habe. Vielleicht was für einen Anfänger dabei, der gerade nach Sachen sucht, oder auch für dich, der schon länger dabei ist und sich mal ein paar neue Sachen anschaffen möchte. Also, vielleicht kann ich dich ein bisschen inspirieren mit meinen Erfahrungen, die ich bisher habe und was ich mir so gekauft habe. Viel Spaß beim Video. Also, wir fangen einfach mal an. Angefangen hat das Ganze natürlich mit dem Canyon Talk. Dazu habe ich schon mal ein Unboxing gemacht. Und wenn euch das interessiert, mache ich auch gerne nochmal ein Video, was ein Review dann sein wird. Ich fahre jetzt circa zweieinhalb Monate. Und ich denke mal, nach 3 Monaten, also so ein Quartal, könnte man so ein Review machen, wie mir das Bike gefällt, was mir bisher aufgefallen ist, was es vielleicht für Probleme gab. Also wenn euch das interessiert, schreibt gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt legen wir einfach mal erstmal mit den einzelnen Sachen los. Und zwar starten wir einfach mal mit dem, was ich finde, am allerwichtigsten ist, der Helm. Ich finde, ein Helm ist ein absolutes Muss. Es geht einfach gar nicht ohne. Auch eigentlich alle Protektoren sind ein Muss. Ich finde, da sollte man keine falsche Scheu haben, irgendwie sich Protektoren anzuschaffen oder sich irgendwie uncool fühlen, weil man mit voll der Panzerung fährt. Wir haben nur einen Körper und diesen Körper müssen wir schützen und deswegen gibt es da gar keine Ausreden und keine Entschuldigung, meiner Meinung nach. Aber das muss jeder am Ende natürlich auch für sich entscheiden. Ich habe mich für einen Full-Face-Helm entschieden. Warum? Weil der einfach am meisten Schutz bietet. Klar hat der nicht so viel Komfort wie ein Halbschalenhelm, der einfach besser durchlüftet ist und so weiter und vielleicht auch leichter ist. Aber ich habe mich da für einen Full-Face-Helm entschieden von O'Neill. Der ist es geworden, weil der hat, glaube ich, 110 Euro gekostet. Ich fand, das ist eigentlich ja so ein Mittelklasse-Preis. Es gibt natürlich noch günstigere, aber auch viel, viel teurere. Und ich muss sagen, ich bin bisher ziemlich zufrieden. Der wiegt, glaube ich, allerdings 1,4 Kilo oder so. Ich würde vielleicht, wenn ich was Gutes finde, das nächste Mal einen etwas leichteren Helm nehmen, weil ich am Anfang schon irgendwie Nackenschmerzen hatte und nicht so gewohnt war, sowas Schweres auf dem Kopf zu tragen. Ich habe mich einfach auch dafür einen Fullface-Helm entschieden, weil mir graut es einfach davor, auf den Kiefer zu fallen, aufs Gesicht zu fallen, und ich denke, da ist einfach ein Fullface-Helm die richtige Wahl. Was habe ich noch bestellt? Eine Brille, passend auch zu diesem Helm, auch von O'Neill. Die hat um die 40 Euro gekostet. Und ich bin einfach der Meinung, dass auch wenn das Sichtfeld ein bisschen eingeschränkter ist, dass eine Brille auf jeden Fall eine gute Wahl ist. Weil wie oft erlebst du es, dass du mal irgendwie durch ein Gebüsch fährst oder dir Äste ins Gesicht klatschen oder auch Steine, wenn jemand vor dir fährt, oder Dreck und auch einfach nur Wind, ne? Das ist einfach nicht angenehm. Die Augen tränen dir dann und vielleicht siehst du einfach nicht mehr richtig. Deswegen finde ich einfach, eine Brille ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Dann dazu, passend auch noch natürlich, gleiche Marke, aber keine Angst, ich bin weder von O'Neill noch irgendetwas hier gesponsert. Ich habe alles selber bezahlt, alles unbezahlte Werbung letztendlich. Handschuhe, das sind jetzt Sommerhandschuhe, die lösen sich auch so ein bisschen schon aus. Ich hätte vielleicht mal andere nochmal, werde auf jeden Fall nochmal andere kaufen. Und ich muss sagen, ich habe ja im Winter angefangen zu fahren. Und da halten die einfach nicht genug warm. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall ein paar Sommerhandschuhe anschaffen, beziehungsweise habe ich ja schon, und ein paar Winterhandschuhe, womit ich auch einfach im Winter gut gerüstet bin und dann auf der sicheren Seite bin, dass mir nicht die Finger abfrieren. Weil ich habe teilweise echt so Frostbeulen bekommen an den Fingern und das war einfach nicht so nice. So, wir gehen chronologisch weiter. Was habe ich noch gekauft? Ich habe mir dann Knieprotektoren geholt. Sogar relativ feste, das sind, glaube ich, auch von O'Neill die Protektoren für Dirt. Also es gibt ja welche auch noch für Enduro. Und bei den Ellbogenschonern habe ich tatsächlich die Enduro genommen, weil ich die schon mal anprobieren durfte, aber dazu kommen wir gleich. Die sind ziemlich hart, ziemlich fest, aber ich bin damit auch schon Touren gefahren. Also ich bin echt auch schon relativ weit gefahren. Ihr habt hier
am Rand nochmal auch noch Protektoren an der Seite, die das Ganze so ein bisschen dämpfen. Finde ich auch richtig gut. Hinten, unten sind die sehr dünn, luftdurchlässig. Man schwitzt natürlich schon gut unter den Dingern, aber du bist halt auch einfach gut geschützt, ne? Und da man irgendwie fast immer auf die Knie fällt, zumindest habe ich mir das sagen lassen, ich bin tatsächlich noch nicht auf die Knie gefallen. Knieprotektoren, ein absolutes Muss meiner Meinung nach. Dann habe ich mir Ellbogenprotektoren geholt. Was ich mir aber vorher geholt habe, war so ein Jersey hier. Weil da stand da drin, Ellbogenprotektoren wären da drin. Und jetzt zeige ich euch das mal. Die Ellbogenprotektoren sind wirklich extrem, extrem dünn. Mag ja sein, dass das ein bisschen was schützt, aber es hat mir dann nicht den Schutz gebracht, den ich letztendlich haben wollte. Und dann habe ich mich noch für weiteres Paar Protektoren entschieden. Und zwar diese hier von Fox. Das ist dieser Stoff, der oder dieses Material, was bei Aufprall hart wird. Und ich muss sagen, ich habe jetzt L genommen. Ich bin 1,79 groß und ja, bin so ein durchschnittliche Figur, vielleicht ein bisschen muskulöser als jemand, der noch nie irgendwie ein Fitnessstudio gesehen hat. Aber L ist mir schon echt eng. Von der Größe her, Länge, passt perfekt L. Aber ja, ich muss die, glaube ich, einfach ein bisschen mehr eintragen. Aber nichtsdestotrotz, toller Komfort und super angenehm zu tragen. Wenn du die Hände am Lenker hast, merkst du eigentlich tatsächlich fast gar nicht. Die waren allerdings auch nicht so günstig, weil es ja Fox ist, ne? Und ich glaube, die haben auch knapp 54 Euro gekostet oder so. Die Knieprotektoren lagen bei um die 50 Euro. Handschuhe 40 Euro, Jersey glaube ich 30 Euro. So, jetzt kommen wir zu den, ich bin noch nie damit gefahren tatsächlich. Aber da ich jetzt das letzte Mal auch in einem Bikepark endlich mal war, dachte ich, okay, jetzt brauchen wir einen richtigen Protektor für Brust und Rücken. Und ich muss sagen, sehr überrascht. Der war von 160 Euro oder so von Alpine Stars runtergesetzt und habe den dann für 127 bekommen. Muss sagen, echt auch super angenehmer Tragekomfort. Ich bin dann eine Zeit lang damit in der Wohnung rumgelaufen, habe geguckt, wie der sich so anschmiegt und muss sagen, bisher super zufrieden. Ich trage den in ML, gibt es auch noch in LXL, aber da war so ein Größenrechner und der hat bei mir gut funktioniert. Übrigens, mein Fahrrad, das Canyon Torque CF 7.0, fahre ich in Größe M. Bei 1,79 und meine Schrittlänge weiß ich nicht mehr genau auswendig, aber ich habe alles ausgemessen und es war genau in der Mitte. Das heißt, ich war zwischen M und zwischen L. Habe ich 1 Zentimeter rauf oder runter gemacht, ist es dann irgendwie umgesprungen. So, und ja, ich habe mal mit einem Canyon-Mitarbeiter geschrieben, der hat mir dann gesagt, ja, nimm M. Beim Steve zum Beispiel hat der Mitarbeiter, war ein anderer Mitarbeiter, hat gesagt, nimm XL statt L. Und ich muss aber sagen, ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe natürlich auch keinen richtigen Vergleich. Aber ich glaube, das nächste Fahrrad will ich auf jeden Fall Probe fahren, wenn es möglich ist. Und werde dann auch das Ganze möglicherweise tatsächlich in L nehmen. Ich bin vom Marvin, der hat das gleiche Fahrrad, nur CF 8.0, in L gefahren und ich merke nicht so einen krassen Unterschied. Auf XL war allerdings ein echt krasser Sprung vom Steve. Vielleicht erklären sich alle mal bereit, dass wir M, L, XL alle mal nebeneinander stellen und wir machen da mal ein kleines Review draus. Wenn ihr das Video seht, meldet euch gerne, dann können wir das gerne mal machen. Ja, und das war's auch eigentlich. Wenn ihr auch noch ein Video wollt, was in meiner Daily Bike Tasche ist, so What's in my Pocket mäßig, können wir dazu auch gerne noch ein Video machen. Ich hoffe, ich konnte euch einfach so ein bisschen was erklären, ein bisschen was zeigen, was ich bisher so habe. Und mittlerweile bin ich ganz gut ausgestattet. Was mir natürlich noch fehlt, ist dieser Nackenschutz. Aber da habe ich jetzt so viel Feedback gehört, negativ wie positiv. Ich habe da noch keine Ahnung, was ich machen soll. Der hier lässt sich natürlich dann kombinieren mit dem passenden Nackenschutz. Auch coole Sache. Aber wenn ihr Erfahrungen habt zum Thema Nackenschutz, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich da gerne mit euch austauschen. Bin übrigens mega dankbar für euren ganzen Tipps und Support in den Kommentaren. Es macht gerne einfach mega Bock mit euch und ich freue mich auf die Zeit, die noch kommt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf dem Trail oder hoffentlich in irgendeinem Park oder keine Ahnung. Macht's gut, Leute. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht sowieso schon gemacht habt, denn ich droppe mindestens 2 Videos jede Woche. Peace, bleibt gesund und fit. Bis bald.